Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Essen. Meterhohe Flammen lodern aus den Fenstern, wie Augenzeugenvideos zeigen. Am späten Samstagabend in einer Erdgeschosswohnung in Essen-Steele gibt es plötzlich einen lauten Knall. Die Wucht der Explosion ist so stark, dass auch bei in der Nähe geparkten Autos die Scheiben bersten. Den eintreffenden Einsatzkräften bietet sich ein Bild der Verwüstung. Zunächst heißt es, das Haus sei akut einsturzgefährdet. Doch später geben Statiker Entwarnung. Eine Frau springt nach Angaben der Helfer aus dem Obergeschoss in die Tiefe, um sich vor den Flammen zu retten. Sie wird mit schweren Verletzungen in eine Klinik transportiert und schwebt in Lebensgefahr. Insgesamt 6 Personen werden verletzt. Ein Mensch aus einer Erdgeschosswohnung wird noch vermisst. Das Haus gilt nach Einschätzung der Feuerwehr als unbewohnbar. Ein Nachbargebäude wird ebenfalls beschädigt. Die Ursache der Explosion wird nun ermittelt.